Heute im Hessenschau-Studio Daniel Johe und Claudia Schick. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Schönen guten Abend. Und diese Themen hat der Tag gebracht. Entlastung in Sicht. Kitas sollen öffnen. Zurück in den Biergarten, aber mit Abstand. Und die Bundesliga startet nur wie? Ja, eine neue Lockerheit steht bevor. Doch ob die Lockerheit von Dauer sein wird, das hängt vom Infektionsgeschehen ab. 93 bestätigte Corona-Fälle sind in Hessen seit gestern dazugekommen. Insgesamt gibt es jetzt 8.678 Infizierte. Absolut entscheidend, sagt die Politik, ist aber eine neue Marke. Steigt die Zahl der Neuinfizierten innerhalb einer Woche auf 50 pro 100.000 Einwohner in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt, dann werden Freiheiten wieder eingeschränkt. Wenn wir uns mal die Hessenkarte anschauen, im Vogelsbergkreis beispielsweise, da hat es 0 neue Infektionsfälle in den vergangenen 7 Tagen gegeben. In der Stadt Kassel, da gab es 12 Fälle auf 100.000 Einwohner. Mit 25 am meisten gab es zuletzt im Odenwaldkreis. Wenn wir dann mal ein bisschen zurückblicken, sehen wir, dass diese neue Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in Hessen im Schnitt bisher nie überschritten wurde. Es gab allerdings schon einzelne Landkreise, wo das in der Vergangenheit zeitweise der Fall war. Die haben wir hier rot markiert. Den bisherigen Spitzenwert gab es im Odenwaldkreis mehr als 85 Neufälle pro 100.000 Einwohner gab es hier in einer Woche Mitte April. Ja, und jetzt zu den neuen Lockerungen. Es gibt weiterhin Kontaktbeschränkungen, aber sie sind weniger streng. Es dürfen sich beispielsweise künftig 2 Familien miteinander treffen. Sie können dann zum Beispiel shoppen gehen, auch in Geschäften mit mehr als 800 Quadratmetern. Denn auch die öffnen bald wieder. Und man darf sich dann auch im Biergarten wieder gegenüber sitzen, mit Abstand natürlich. Und dort ja zum Beispiel über den nächsten Trip mit Hotelübernachtung reden. Das Hotel Peter in der Gemeinde Reinhardshagen im Weserbergland feiert gerade sein 100-jähriges Bestehen. Allerdings fast ohne Gäste. Von den 12 Zimmern sind nur 3 belegt mit Geschäftsleuten. Eigentlich wäre für Pächterin Carmen Weigand jetzt aber Hochsaison. Nun sollen Ende Mai Hotels auch wieder für Touristen öffnen dürfen. Ein Hoffnungsschimmer für sie. Das freut mich schon, dass es vorwärts geht, dass es irgendwo, dass man wieder was tun kann, aktiv sein kann. Man möchte nicht so in diesem Vakuum verharren. Sie hat zwar eine Soforthilfe über 9.000 Euro bekommen und Kurzarbeit für ihre Mitarbeiter beantragt, trotzdem steht sie vor dem Aus. Für den Hotel- und Gaststättenverband sind die angekündigten Öffnungen ein wichtiges Signal. Weil es aber nur eine sehr eingeschränkte Öffnung von Restaurants und Hotels geben soll, müsse diese aber so schnell wie möglich kommen. Ich verbinde die Hoffnung damit, dass es bereits der Montag ist, dass man da vielleicht schon mit den ersten kleinen Schritten wieder unsere Betriebe, sag ich mal, wieder hochfahren dürften. Und dann sehe ich vielleicht den 25. Mai als nächster Schritt, wo man dann sagt, Mensch, das hat gut funktioniert. Und da könnte man darüber nachdenken, dass man weitere Schritte der Lockerung andenkt. Alle Details zur geplanten Öffnung will die Landesregierung morgen festlegen. Die FDP fordert schon seit 2 Wochen, dass auch Restaurants und Hotels endlich wieder geöffnet werden sollen. Nach unserer Auffassung hätte man die teilweise Öffnung und die eingeschränkte Öffnung sowohl im Hotel- als auch im Gaststättenbereich bereits beginnen können. Und es ist jetzt folgerichtig, bei den geringen Infektionszahlen hier weitere Schritte zu machen. Selbst wenn am Montag die Gastronomie wieder öffnen darf, die Umsätze werden deutlich geringer ausfallen. Wegen der Abstandsregelungen können viele Tische nicht besetzt werden. Auch Carmen Weigand fragt sich, ob sie so genug Umsatz machen kann, um das Hotel halten zu können. Wenn jetzt die Öffnungen kämen, ist es ja so, dass ich Absagen bis September hinein habe, dass der Veranstaltungsbereich ohnehin tot ist, sodass es gerade hoffentlich so reicht, dass man eben übers Jahr kommen würde. Carmen Weigand hofft nun, dass die Urlauber schon sehr bald wieder an die Weser kommen und sie für ihre Gäste auch im nächsten Jahr noch da sein kann. Ja, und all die Lockerungen, die es nun bald geben soll, hat mit ausgehandelt der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier. Guten Abend, Herr Bouffier. Ja, guten Abend, Herr Juri. Jetzt werden die Maßnahmen gelockert, zumindest solange es nicht mehr als 50 Infizierte pro Woche auf 100.000 Einwohner gibt. Diese Infiziertenzahl, ich habe es am Anfang der Sendung gezeigt, hatten wir in den meisten Kreisen Hessens in der Vergangenheit noch nicht mal annähernd erreicht. Heißt das, Sie hätten eigentlich schon viel früher lockern können?
Nein, das heißt es nicht. Ich verstehe doch jeden, der sagt, warum können wir nicht ganz viel wieder zu den normalen Verhältnissen zurückkehren. Das können wir deshalb nicht, weil wir die Pandemie noch nicht überwunden haben. Wir haben immer noch eine ungewöhnliche Lage. Und wir sind in Hessen immer Stück für Stück vorgegangen. Und das, glaube ich, sehr besonnen, aber auch entschlossen. Und Sie in Ihrem Beitrag haben Sie gezeigt, wir hatten teilweise in Odenwald mal ganz hohe Zahlen, vergleichsweise. Wir sind jetzt runter, Gott sei Dank. Und das gibt uns jetzt die Möglichkeit, auch auf der anderen Seite wieder vielen Menschen die Freiheit zu geben, die sie ja eigentlich haben. Wir schränken Grundrechte ein. Das können wir nur in ganz bestimmter Weise tun und müssen es immer wieder überprüfen. Und wir haben immer bundesweit entschieden. Und bundesweit gab es natürlich eine Reihe von Kreisen, die deutlich über den 50 waren bis vor kurzem. Und das Neue, und das halte ich für sehr sinnvoll, ist, dass wir jetzt regional handeln können. Es macht keinen Sinn, wenn in Nordhessen überhaupt keine Infektion ist und vielleicht in einer Gemeinde in Südhessen ist eine, für ganz Hessen eine Regelung zu treffen. Deshalb haben wir gesagt, Kreis, kreisfreie Stadt. Im Moment wäre niemand davon in Hessen betroffen, kein Kreis. Und das ist gut, darüber kann man sich freuen. Aber man muss immer zwei Dinge sehen. Wenn wir jetzt vieles wieder zulassen, zu Recht und mit Freude, dann müssen wir aber auf der anderen Seite natürlich uns auch davor wappnen, dass es doch sein kann, dass irgendwo dieses Pandemiegeschehen wieder hochgeht. Dazu dann brauchen eine Frage. Wir einen Mechanismus. Jede Infektion muss gemeldet werden. Mit dieser Meldung muss einhergehen, in Beobachtung, ist das mehr, ist das weniger, wie viele sind das? Damit man unmittelbar, schnell und konkret einwirken kann. Und genau das dazu ist die Frage, Gedanke. Herr Bouffier, ja. Weil Sie gerade sagen, Sie wollen dann schnell und konkret einwirken. Wie werden Sie das dann machen regional? Also was passiert dann? Wird dann ein Landkreis zum Beispiel abgeriegelt oder eine ganze Großstadt? Nein, das kommt doch auf die Sachverhalte an. Wenn Sie zum Beispiel in einem Altenheim zwei Menschen haben, die neu infiziert sind, dann kann es genügen, dass man die zwei in einen isolierten Bereich bringt. Wenn das ganze Heim betroffen ist, dann muss man mehr tun. Vielleicht die ganze Gemeinde, aber noch nicht den ganzen Kreis. Zuständig ist zunächst einmal das Gesundheitsamt. Und wenn es einen ganzen Kreis betrifft, wenn es was einen ist dann? Ganzen Kreis betrifft, dann gibt es unterschiedliche Maßnahmen. Ich will ein Beispiel sagen. Wenn in einem Altenheim irgendetwas ist, Sie haben ein Infektionsgeschehen, macht es keinen Sinn, die Spielplätze dicht zu machen. Wir haben ja ganz bewusst gesagt, dass die Maßnahmen dann angemessen und je nachdem, was am meisten wirkt. Es geht ja nicht darum, die Menschen zu ärgern oder einzusperren, sondern es muss darum gehen, die Infektion in den Griff zu kriegen. Nachzuverfolgen, wie ist die Infektion entstanden. Deshalb müssen Sie diesen Beschluss immer sehen, sowohl mit dieser App, die wir hoffentlich Ende Mai dann alle haben, wo man nachvollziehen kann, mit wem hat er sich getroffen, wie ist die Infektion überhaupt dahin gekommen, damit man nicht Tausende von Bürgern belastet, wenn man vielleicht mit Zähnen die Infektion gut in den Griff bekommt. Das ist der Grundgedanke, der dahinter ist. Bis zum 5. Juni sollen ja noch Kontaktsperren bleiben. Gleichzeitig sollen Großveranstaltungen bis 100 Menschen aber erlaubt werden, habe ich heute in Ihrer Pressekonferenz gelernt. Ist das nicht ein Widerspruch? Nein, das ist kein Widerspruch, weil es gibt Veranstaltungen, die sind sehr gut planbar. Über alles muss man immer Folgendes sagen. Wir müssen auch weiterhin die Hygienevorschriften behalten, im eigenen Interesse, auch den Abstand halten, wenn es irgend geht. Wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Veranstaltung haben, ein Unternehmen hat seine Hauptversammlung, da wissen Sie, wer kommt, da wissen Sie die Namen, da können Sie die Abstände halten. Das ist eine völlig andere Situation, als wenn Sie eine Kirmes haben, ein Volksfest. Oder wenn Sie sich einfach auf der Straße mit verschiedensten Menschen treffen und dann sind so 20 beieinander und sind fröhlich. Das gönne ich jedem. Aber am Ende geht es immer darum, dass wir in der Lage sind, eine Situation zu beherrschen, damit wir nicht eines Tages feststellen, wie das in anderen Ländern war. Wir haben zu spät reagiert. Viele Länder in Europa haben zu spät reagiert, hatten dann schlimme Entwicklungen. Wir waren in Deutschland früh. Deshalb sind wir auch gut damit durchgekommen. Und deshalb muss es dabei bleiben. Wir haben jetzt, wie ich finde, einen guten Kompromiss gefunden. Die Länder sind da sehr unterschiedlich, dass man sagt, wir wollen lebensnah entscheiden. Und wir wollen, dass zum Beispiel zwei Hausstämme oder Familien sich auch mal wieder treffen können. Das halte ich für vernünftig und das kann man auch einigermaßen eingrenzen. Aber die sollen auch den Abstand halten, soweit es geht, und die Hygienevorschriften. Das ist der Appell des Ministerpräsidenten. Vielen Dank, Volker Bouffier, für das Gespräch. Danke Ihnen. Ja, fest steht auch, die Kitas sollen wieder öffnen ab 2. Juni. Nur ja, soll das dann wieder so aussehen? Kinder, die eng miteinander spielen. Wir haben die Profis vor Ort in den Einrichtungen gefragt, wie sie auf die anstehende Öffnung blicken. Aber erstmal mussten sie Anrufe beantworten.
Ein 6-jähriges Kind vermisst ihre Kita in Frankfurt und ruft spontan bei der Erzieherin an. Sie ist richtig gerührt. Ja, ich vermisse dich auch. Da freue ich mich richtig drauf, dass du mich angerufen hast. Wer war das denn gerade? Das war die Soraya. Ein Vorschulkind von mir. Kommt dann im Sommer in die Schule und es vermisst uns so sehr, hat ein paar Bilder gemalt, weil wir haben ja Briefe geschrieben letzte Woche für alle. Ohne Corona-Krise würden im Kinderzentrum im Frankfurter Stadtteil Gallus über 100 Kinder herumtoben. Doch fast alle Zimmer sind hier leer. Die Notbetreuung gibt es für 15 Kinder, 6 sind meist nur da. Das Gewusel, das fehlt allen hier. Dass nun langsam geöffnet werden soll, freut sie sehr. Man sei gut gewappnet. Unsere Kinder haben auch vorher ihre Hände immer gewaschen, wenn sie gekommen sind morgens. Der Mundschutz ist jetzt noch dazugekommen und es wird sicherlich auch noch die eine oder andere Regelung weiterhin dazukommen, wenn mehr Kinder bei uns im Haus sind. Das müssen wir jetzt abwarten. Aber der Schutz aller ist die große Herausforderung der Zukunft. Allein die Erzieherinnen tragen Mundschutz. Kindern sei das nicht tagelang zuzumuten. Sie brauchten Nähe. Trotz Risiken, die Kita sei auf die geplanten Lockerungen gut vorbereitet, sagt die Leitung. So wurden die kleinen Tische für das Mittagessen auseinandergezogen. Ab 2. Juni nun sollen wieder viel mehr Kinder kommen können. Hier werden sie dann aber neu verteilt und in kleineren Gruppen betreut. Wie viele im ersten Schritt wiederkommen können, ist noch unklar. Natürlich haben auch wir Kolleginnen im Haus, die zur Risikogruppe gehören. Wir müssen einfach damit rechnen, dass wir hinterher nicht in der vollen Besetzung wieder arbeiten können. Wenn die Kitas für mehr Kinder geöffnet werden, dann müsse das Land aber im ersten Schritt schon andere Kriterien gelten lassen als nur systemrelevante Berufe oder Alleinerziehende, fordern die Linken. Also ich denke, dass man bei der Ausweitung der Notbetreuung, dass man da auch nach den sozialen Kriterien schauen muss. Also natürlich lässt sich eine solche Situation vielleicht mit 2 Geschwistern und einem Garten mit Schaukel und Sandkasten irgendwie leichter ertragen, als wenn man Einzelkind ist in einer beengten Stadtwohnung. Also solche Kriterien müssen sicher auch eine Rolle spielen. Die Lehrergewerkschaft GEW warnt zusätzlich davor, Kitas ohne umsetzbare Hygienekonzepte sollten sich nicht noch weiter öffnen. Eine Rückkehr in die alte Normalität wird es also auch in Hessens Kitas so bald nicht geben. Ja, und zur neuen Normalität gehört ja auch die Maskenpflicht. Stellt sich die Frage, bleibt die? Mehr dazu in den Nachrichten mit Claudia. Hessens oberstes Verwaltungsgericht hat die Maskenpflicht bestätigt. Damit wurde ein Eilantrag eines Hessen abgewiesen, der sich gegen die entsprechenden Vorgaben des Landes gewehrt hatte. Dem Argument, dass ein Mund-Nasen-Schutz die Menschen in trügerischer Sicherheit wiege, folgten die Richter nicht. Das Tragen eines Mundschutzes sei weiterhin ein wichtiger Baustein zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Lehrer müssen auch ohne einen ausgefeilten Hygieneplan in die Schulen zurückkehren. Das hat das Frankfurter Verwaltungsgericht entschieden. Eine Grundschullehrerin ist damit vor Gericht gescheitert. Sie wollte verhindern, dass sie zum Präsenzunterricht herangezogen werden kann. Hessen will seine Polizeibeamten bei Abschiebungen entlasten. Innenminister Beuth warb heute im Landtag für einen geplanten Staatsvertrag mit Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. Diese Länder wollen gemeinsam vereinbaren, dass künftig speziell ausgebildete Vollzugsbedienstete für bundesweite Abschiebetransporte eingesetzt werden. Ja, und 2 Tage nach dem Opel Zoo im Taunus haben auch der Frankfurter Zoo und der Tierpark Saberburg wieder für Besucher geöffnet. Um den Besucherstrom überschaubar zu halten, dürfen sich im Frankfurter Zoo in verschiedenen Zeitfenstern maximal 250 Besucher aufhalten. Tierhäuser und Spielplatz bleiben geschlossen. Auch im Tierpark Saberburg sind noch nicht alle Tiergehege geöffnet. Mit einer Fläche von 130 Hektar gibt es laut Betreiber aber genügend Platz, um die Abstandsregeln einzuhalten. Und das war's von den Nachrichten, Daniel. Dankeschön, Claudia. Also, die Möglichkeiten kehren zurück, wie wir unsere Freizeit gestalten können. Bald kommt auch das Fußballgucken im Fernsehen dazu. Die Profiligen dürfen ab Mitte Mai wieder Geisterspiele austragen. Die Profis von Eintracht Frankfurt, Darmstadt 98, Wien, Wiesbaden, sie werden also alle wieder kicken und womöglich selbst unter so einer Art Quarantäne leben. Den Anpfiff in diese neue Zeit gab heute die Bundeskanzlerin. Es ist 15.49 Uhr.
Für die Fußball-Bundesliga folgt der entscheidende Halbsatz der Bundeskanzlerin über das, was besprochen wurde und was sonst noch wichtig war. Wie über die erste, zweite Fußball-Bundesliga, die ab der zweiten Maihälfte wieder den Spielbetrieb unter den genehmigten und ja auch getesteten Regeln führen darf. Damit ist jetzt die Deutsche Fußballliga in Frankfurt an der Reihe, wann wieder gespielt wird. Am frühen Abend folgt die Erläuterung. Es gibt sicherlich sowohl für das Wochenende 15. 16. Mai als auch für das Wochenende danach gute Gründe. Ich glaube, wir werden uns noch mal sehr intensiv damit befassen, werden das versuchen, gegeneinander abzuwägen. Es spricht sicherlich einiges dafür, eher früher als später zu beginnen. Damit hat auch Eintracht Frankfurt Klarheit. Die Geisterspiele ohne Zuschauer können also beginnen. Vielleicht schon nächste Woche. Unter Bedingungen, die von den Spielern und dem engeren Mannschaftsumfeld Disziplin verlangen. Die nächsten Wochen werden spannend, ja, mit Quarantäne eine Woche vom ersten Spiel. Es geht ja jetzt auch gleich wieder los. Und dann aber auch, wie wir uns dazwischen verhalten. Eigentlich gibt es nur die Privatwohnung, das Mannschaftshotel und das Stadion. Mehr gibt es nicht. Ja. Ja, und da werden sich alle dran halten müssen auch und zügeln müssen und auch sich selber disziplinieren müssen. Für die Fans bedeutet das, sie werden Alternativen finden müssen. Das Stadion, so wie hier in Darmstadt, ist tabu. Fußball vor dem Fernseher in großen Gruppen aber auch. Ein Dilemma. In meinen Augen sollte es möglichst niedrigschwellige Angebote geben, wie man die Spiele verfolgen kann, möglichst im Free-TV oder über Fanradio. Da sind wir zum Beispiel jetzt dran, dass man das eben über das Fanradio zumindest hören kann. Aber in meinen Augen wär's sinnvoll, dass Sky und die DFL versuchen, dass jeder Haushalt das schauen kann, damit es eben keine Zusammenschlüsse gibt, um Spiele zu gucken. Noch steht der exakte Spielplan für die zweite und die erste Bundesliga nicht fest. Das wird morgen verkündet. Sollten die Partien aus dem März einfach nachgeholt werden, dann hieße Eintracht Frankfurts erster Gegner Mönchengladbach. Und das alles ohne echte Vorbereitung. Es können schon kuriose Ergebnisse vielleicht auch stattfinden. Wir haben es zum Spaß gesagt, könnt ihr mal 5 zu 5 geben oder sowas. Also weil auch die Jungs werden sich erstmal daran gewöhnen müssen, dass es so ist, auch für die nächsten Woche. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, selbst für uns, die jetzt nicht direkt am Platz beteiligt sind. Auch das müssen wir erstmal irgendwo verarbeiten dann auch. Es könnte spannend werden. Um 16.22 Uhr erhebt sich die Kanzlerin wieder. Das Statement zur Bundesliga dauerte 13 Sekunden. Der Bundesliga hat das gereicht. Ja, und was ist eigentlich mit den Breitensportlern? Was ist mit denen? Dürfen auch die Hobbykicker bald wieder auf den Rasen? Genaueres zum Sport im Freien will die hessische Landesregierung morgen bekannt geben. Gespannt warten das auch die Tennisspieler ab. Es ist ein Schlag ins Leere seit den Corona-Beschränkungen. Das passende Pendant auf der Gegenseite ist auch heute noch nicht erlaubt beim Tennisclub in Solberg. Wir haben an der Wand spielen können, an der Schulwand. Und dann haben wir auf dem Parkplatz Tennis gespielt und ja, in genügendem Abstand mit 20 Metern. Das Verbot von Tennis kam für den Lehrer einem Berufsverbot gleich und war für ihn, so erzählt er uns, wie eine Höchststrafe. Der Vorstand wünscht sich dringend Erleichterungen. Also heute hoffe ich mir natürlich, dass Tennisvereine wie wir wieder öffnen können für die Mitglieder, natürlich unter Auflagen. Das erwarte ich auch. Es wäre schön gewesen, wenn das früher der Fall gewesen wäre, weil ich glaube, Golf, Tennis sind alles Sportarten, die eben wirklich mit großem Abstand zueinander gespielt werden. Sehnsüchtige Blicke gibt es auch bei der Turngemeinschaft in Sachsenhausen. Obwohl der Platz groß und der Himmel weit ist, bleibt der Sport bis jetzt auf der weitläufigen Fläche verboten. Dabei hatte der Trainer schon Pläne. Das heißt, durch Absperrungen, zwei könnten weit springen, Abstand zwischen den Weitsprunggruben 3 Meter, zwei könnten an die Kugelstoßanlagen gehen. Ich bin davon ausgegangen, dass ich sogar mit 10 Athleten durchaus trainieren kann. Freiraum des Sportplatzes, der bietet genauso viel wie etwa auch ein Stadtwald. Deswegen habe ich das nicht ganz verstanden, dass man für die Leichtathletik das geschlossen hat. Zwei Breitensportarten, die dringend auf Erleichterungen warten. Im Corona-Abstand wird in Solberg die Pressekonferenz des Ministerpräsidenten geschaut und die Hoffnung keimt, als zumindest eine Öffnung von Sportarten im Freien versprochen wird. Ich weiß, dass die ganzen Mitglieder jetzt wirklich diese Entscheidung herbeigesehnt haben und ich bin mir ganz sicher, sobald die Tore sich öffnen, wie hier eigentlich fast schon wieder bremsen müssen und gucken müssen, dass wir nicht zu viele Mitglieder auf die Anlage bekommen. Helfen soll ein Online-Buchungssystem und ein Corona-Beauftragter. Auch die Leichtathleten haben jetzt viel nachzuholen. Ich bin wirklich beruhigt, zumal meine Athleten schon mit den Hufen scharren.
dass wir endlich wieder anfangen können. Vor allen Dingen das Techniktraining, was den ganzen Winter nicht stattfinden konnte. Weitspringen, Hochspringen, Speerwerfen, das ist ja alles weggefallen. Morgen soll im hessischen Corona-Kabinett über die konkrete Umsetzung für Freiluftsportarten beraten werden. Der Landessportbund wünscht sich allerdings auch eine Öffnung für den Hallensport. Da tut sich die Politik aber noch schwer. Der Zweite Weltkrieg. Für die heutige Generation Schüler ist das ein Unterrichtsthema. Für die damalige Generation Schüler war dieser Krieg lebensgefährlich. Die Jungs wurden damals noch eingezogen, sollten kämpfen, bis Deutschland dann am 8. Mai 1945 die bedingungslose Kapitulation erklärte. Dieser Tag wird sich übermorgen zum 75. Mal jähren. Ein guter Anlass, Zeitzeugen zu befragen. Junge Hessen treffen auf diejenigen, die damals jung waren. Ich war glücklich, dass ich nicht in Gefangenschaft war. Und ich war glücklich, dass ich in der Obhut von meinen Eltern war. Von den 12-Klässlern hier hat sich einer spontan bereit erklärt, vor der Kamera einen Zeitzeugen zu befragen. Ich bin sehr geschichtsbegeistert, so generell Thema Zweiter Weltkrieg auch ganz spannend so. Und ich bin gespannt, erstmal wer er ist und sag ich mal, wie er die Sache auch verkraftet hat so allgemein. Simon und Fritz kennen sich nicht, treffen sich jetzt zum ersten Mal. Simon ist etwa so alt wie Fritz, als der in den letzten Kriegswochen noch als Soldat eingezogen wurde. Wie die meisten Jungs in Deutschland musste Fritz Neuschäfer schon mit 10 Jahren zur Hitlerjugend. Dann zum Reichsarbeitsdienst und im Februar 1945 dann 6 Wochen Grundausbildung bei der Wehrmacht. Von der Kaserne in Siegen aus geht es Richtung Hessen an die Front. Denn die Amerikaner marschieren schon seit dem 23. März in Hessen ein. Und da sind wir die ganze Nacht, Sie müssen sich mal vorstellen, was für eine Strecke wir laufen mussten. Alles gelaufen, also kein Meter gefahren. Und dann keine regelrechte Verpflegung. Dann haben uns die Leute, die haben uns dann manchmal Äpfel an die Straße gestellt und mal Wasser oder Milch oder irgendetwas. Ich hatte sogar einen Mann, der hat mir sogar eine Zigarette geschenkt. Das war kurz vor Wetzlar. Das war schon was Besonderes. Dann. Ja, das war schon was Besonderes. Hessen befindet sich im Chaos. Die Amerikaner kommen immer näher. Die jungen Soldaten haben Angst vor Gefechten mit dem Feind, aber auch vor der Gefangenschaft. Kurz vor Marburg in Niederweimar wollten wir uns ausruhen, eine Scheune, sind wir drin und so. Ein bisschen bequem gemacht. Mein Kollege, der Otto Hesse, der hatte sich schon die Schuhe ausgezogen und massiert und so weiter. Und da hieß es, die Amis kommen von Marburg, die Amis kommen. Da sind die alle raus und sind in Richtung Marburg marschiert. Und mein Kollege, der Otto Hesse aus Hannoversmünden, der hatte seine Schuhe ausgezogen und hingelegt und in den Trubel. Hat er sie dann nicht mehr gefunden? Haben wir sie nicht mehr gefunden. Da stand er alles vor mir. Fritz, bleib doch bei mir. Fritz, bleib doch bei mir. Und da haben wir dann die Schuhe gesucht. Und ich will Ihnen sagen, das war ein Wendepunkt in unser Leben. Der Rest der Kompanie gerät in Marburg in Kriegsgefangenschaft. Aber Fritz und sein Freund Otto, die wegen der Schuhe 15 Minuten zu spät dran sind, können sich in die Büsche schlagen und beschließen, ins 40 Kilometer entfernte Frankenberg zu laufen. Aber auch auf dem Weg droht ihnen Gefahr. In dem Dorf, da kamen uns auch schon Soldaten aus der Scheune entgegen und sagten, Jungs, geht nicht nach Frankenberg, da ist der SS. Und die SS kassiert alle Soldaten, die einzeln unterwegs sind, schickt sie zurück an die Front oder erschießt sie direkt als Deserteure. Aber Fritz ist in Frankenberg zu Hause. Er will zu seinen Eltern. Er schleicht mit Otto durch die kleinen Gassen und kommt spät nachts heil zu Hause an. Doch auch da kann er nicht bleiben. Und da bin ich rein und sagte mein Vater, ich habe schon auf dich gewartet. Und dann hat er uns die Nacht aus Frankenberg rausgebracht.
und hat uns nach Frittershausen zu meiner Tante gebracht. Und dann haben wir meine Tante, die, wir hatten vier Jungs, da haben wir da von denen erstmal Klamotten gekriegt. Kurze Hose, Hemdchen und unsere Militärsachen haben wir dann entsorgt. Und dann kam mein Vater, da hat er uns geholt, da haben wir eine weiße Fahne gemacht und sind dann von Hauern über Frittershausen nach Frankenberg marschiert. Zunächst unendliche Erleichterung. Die Amerikaner sind am 29. März in Frankenberg einmarschiert. Der Krieg ist für Fritz und Otto vorbei. Alle Soldaten müssen sich ergeben. Aber dann erkennen die beiden Jungs mit Schrecken, in Sicherheit sind sie immer noch nicht, denn sie sind ja eigentlich auch Soldaten. Mein Kollege und ich, wir sind dann runter in die Stadt und wollten uns mal in der Stadt erkundigen. Und da war unten eine Litfaßsäule. Und da hatten die Amerikaner ein großes Plakat draufgeklebt. Soldaten, die sich nicht binnen 24 Stunden melden, die werden erschossen. Und jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, welche seelische Belastung das ist. Wenn du weißt, du bist Soldat, wenn sie dich jetzt nicht melden durst, stellen sie dich an die Wand. Das musst du mal mit 17 Jahren musst du das mal verkraften. Ich bin echt positiv überrascht, einfach. Diese ganzen Eindrücke, die man jetzt, sag ich mal, davon neu mitbekommen hat, solche Sachen, die kann man in der Schule halt nicht lernen. Und sag ich mal, die stehen auch in keinen Büchern so genau drin. Die Unsicherheit damals ist für Simon heute unvorstellbar. Fritz aber kann sich auch nach 75 Jahren noch gut an die Angst erinnern. Wenn sie eine Familie haben, wo der Vater und die Mutter sind, alles in Ordnung ist und die geben dir Liebe und die geben dir Zufriedenheit, dann verschwindet das auch. Ja, das sind wirklich bewegende Gespräche, bei denen wir dabei sein durften. Wir sind froh, dass wir sie auch organisieren durften mit den beiden Generationen. Die Treffen fanden übrigens vor Corona-Zeiten statt. Und das war die Hessenschau für heute. Claudia, du gehst den Entscheidungen von heute trotzdem noch mal später auf den Grund. Noch mal um 22.45 Uhr Hessenschau kompakt. Bis später. Vielen Dank und wir sagen danke fürs Einschalten und ich freue mich, wenn Sie dann morgen wieder dabei sind. Bis dahin, tschüss.